Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, für die Einladung, hier wieder erneut sprechen zu können. Ich würde gerne beides versuchen. Einmal natürlich im zweiten Teil der Rede zu skizzieren, was im letzten Jahr wirtschaftspolitisch unternommen wurde und inwieweit wir aufgebaut haben auf dem, was ich im letzten Jahr versucht habe, allgemein zu skizzieren. Aber natürlich, und damit werde ich starten, werde ich jedenfalls einfach ein paar Punkte der Rede der Präsidentin eingehen, sonst hätten wir ja keinen Dialog. Lassen Sie mich aber erst einmal mit einem Happy Birthday beginnen. 60 Jahre Wirtschaftsrat der CDU. Das sind 60 Jahre Arbeit für die Wirtschaftspolitik in Deutschland. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, so ist doch hervorzuheben, dass mit dieser Gründung des Wirtschaftsrates ein Forum geschaffen wurde, das danach viele andere Parteien und zum Schluss auch in ähnlicher Form meine übernommen haben. Natürlich immer unter Wahrung in Zeiten wie diesen, muss ich es einmal sagen, von Lobbyismusverdacht und Lobbyismus-Einfluss auf die Politik. Aber umgekehrt, eine Politik im luftleeren Raum, im blutleeren Raum, ohne wirtschaftliche Kontakte, kann natürlich keine vernünftigen Entscheidungen treffen. Insofern ist das durchaus ein Grund zu feiern. Sie haben hiermit ein Vorbild geschaffen, das auch andere Parteien dann übernommen haben. Happy Birthday, lieber Wirtschaftsrat der CDU. Und lassen Sie mich auch auf das überragende Thema des Wirtschaftsrats und auch der Rede der Präsidentin kurz eingehen. Und ich glaube, ich habe es schon beim letzten Mal gesagt und möchte mich erneut outen als Fan der sozialen Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft ist ein Prinzip, das Widersprüche vereint hat. Und das macht ihre besondere Stärke aus. Der Abteilungsleiter in dem Ministerium, das ich die Ehre habe, jetzt zu führen, von Ludwig Erhard Müller-Amack, hat das auf eine Formel gebracht und hat es genannt irenische Formel, eine friedensstiftende Formel. Vielleicht darf ich hinzufügen, dass der Gegensatz der Irenik die Polemik ist in Zeiten wie diesen, also die Suche, Widersprüche durch kluge Politik zusammenzubringen. Und ich glaube, es ist nicht falsch, jedenfalls habe ich noch mal ein bisschen mich eingelesen in Vorbereitung jetzt auf diese Diskussion, auf diesen Wirtschaftsrat, wenn man sagt, dass diese Formel auch in der Biografie des Abteilungsleiters sehr stark aus der katholischen Soziallehre, also eines Strangs innerhalb der Tradition der Union, kommt. Norbert Blüm hat das einmal so zusammengefasst, als er über den Abteilungsleiter sprach. Ich darf es kurz vorlesen. Er hat sich gegen die Verwirtschaftlichung des Lebens gewehrt, sondern eher umgekehrt die soziale Marktwirtschaft als Ordnung innerhalb eines größeren Kulturgebildes gesehen. Also eine gebändigte soziale Marktwirtschaft und sein großer Traum, über den er auch geschrieben hat, eine zweite Phase der sozialen Marktwirtschaft, in der, wie er sagt, die gesellschaftliche Umwelt eine größere Bedeutung hat. Was heißt also soziale Marktwirtschaft? Wohlverstanden, und das macht ihre ungeheure Aktualität, ich würde sogar sagen Verpflichtung für die Politik aus, zu erkennen, dass Kreativität, Erfindungsreichtum, Investitionskraft, wirtschaftliche Betätigung, freies Spiel der marktwirtschaftlichen Kräfte, die den Wohlstand eines Landes schafft, dass der Rahmen dafür aber gesellschaftlich immer neu verabredet werden muss. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal ausgeführt, wenn nicht, erwähne ich es nur kurz, dass hat dieses Land stark gemacht und Europa hat es übernommen. Und es ist durchaus ein anderes Wirtschaftsmodell gegenüber anderen Wirtschaftsformen, wo die Sinnstiftung von wirtschaftlicher Tätigkeit mitunter vor allem im privaten Gewinn und privaten Zuwachs liegt, vielleicht eher im Westen von uns, auf der anderen Seite des Atlantiks, oder wo der Sinn von wirtschaftlicher Tätigkeit und Prosperität in der Stärkung des Staates liegt, vielleicht eher östlich von uns zu suchen. Soziale Marktwirtschaft heißt, wirtschaftliche Tätigkeit, Unternehmerinnen und Unternehmertum dient natürlich dem bedienten Wohlstand von allen, dem Wachstum der Wirtschaft, aber dann der Gesellschaft, den Menschen in diesem Land. Und das ist die besondere, ich würde sagen, historische Leistung, die als Denkfigur damals entwickelt wurde. Eine irenische Formel, vielleicht ein Leitbild für eine irenische, also eine friedensstiftende Politik bei all denen, was an Debatten, an Härten, an Gegensatz zu Irenik, der Polemik geführt wird. Ich glaube, es ist ein ehrendes, ein ehrhaftes Leitmotiv, das ich übernehme von diesem Wirtschaftstag, Wirtschaftsforum der
des Wirtschaftsrats der CDU. Und ich glaube, es ist eine gute Verpflichtung für uns alle, diesem Kerngedanken Widersprüche zusammenzubringen, zum Wohle des Landes, der Menschen in diesem Lande sich verpflichtet zu fühlen. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich auf die Punkte der Präsidentin in Kürze eingehen. Und erlauben Sie mir vielleicht mit einem so nebenbei gesagten Satz anzufangen. Sie sagten, muss einen das nicht in Alarmstimmung versetzen? Ich darf Ihnen versichern, Alarmstimmung ist ungefähr der Gefühls- und Gemütszustand aller, die im Moment politisch Verantwortung tragen, und zwar seit ungefähr anderthalb Jahren. Und wahrscheinlich darf ich ausgreifen auf die letzte Corona-Pandemie der letzten Jahre insgesamt. Niemand, der bei Sinn und Verstand ist, lehnt sich zurück und sagt, naja, es geht schon vorbei, am besten komme ich durch, indem ich gar nichts tue. Also die Alarmiertheit, jedenfalls für mich darf ich das sagen, begleitet einen von morgens bis abends. Und Sie haben recht, die Situation, in der sich Europa, in Deutschland, die deutsche Wirtschaft, viele Unternehmerinnen und Unternehmer insgesamt befindet, ist tatsächlich besorgniserregend. Und wir müssen eine enorme Kraftanstrengung verbringen, da rauszukommen. Umso wichtiger wäre es dann auch, finde ich, entlang der Argumente, die man so oder so bewerten kann, einmal die Genese herbeizuführen. Und da, wenn ich das aufnehmen darf, was Sie gesagt haben, erscheint mir einige Begründungsherleitung zumindest nicht ganz plausibel. Es gibt ohne Frage viel zu tun. Wir haben einen dramatischen Mangel an Fachkräften in Deutschland. Aber dass wir älter werden, kann ja niemanden überraschen. Das ist kein Ergebnis des Jahres 23. Warum haben wir zwar eine Beteiligung von Frauen im Berufsleben, der ungefähr dem europäischen Durchschnitt entspricht, aber weit unter dem europäischen Durchschnitt eine Beteiligung an der Produktivität? Warum muss diese Regierung eine Fachkräftezuwanderung organisieren? Und warum verlassen so viele Menschen Deutschland, obwohl sie hier ausgebildet sind? Das sind ja Fragen, die sich dringlich schon in den Jahren davor gestellt haben. Wir lösen sie jetzt so gut wie wir können, so schnell wie wir können. Wir schreiben die Gesetze, aber es ist jedenfalls kein Verschulden der letzten 12 Monate, seitdem ich hier geredet habe, sondern eher ein Verpennen der letzten 12 Jahre, wo nicht genug unternommen wurde. Ähnlich, und das möchte ich so deutlich sagen, verhält es sich mit der Atompolitik. Ähnlich verhält es sich mit der Atompolitik. Ich akzeptiere völlig, wenn man anderer Meinung ist und sagt, wir brauchen nukleare Energie in Deutschland. Ich habe Argumente dagegen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass die Argumente, die Sie eben aufgeführt haben, nämlich nicht die aktuelle Krise zu bewältigen, denn das wäre ein neues Argument gewesen, sondern insgesamt Atomkraft laufen zu lassen, um Kohlekraftwerke oder fossile Kraftwerke rauszuholen, kein Argument des Jahres 23 sein kann. Das gleiche Argument hätte man auch die letzten 12 Jahre bringen können. Und mit großem Respekt vor der Lebensleistung der Bundeskanzlerin Merkel und all der Kolleginnen und Kollegen, die dort im Kabinett gedient haben, es ist die CDU-geführte Regierung gewesen, die den Atomausstieg 12 Jahre lang so durchgeschrieben hat. Das Argument wäre also stärker, wenn man einmal sagen würde, wir für uns räumen ein, da haben wir einen Fehler gemacht. Das habe ich noch nicht gehört, kein einziges Mal in der Debatte. Ich selbst glaube, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich selbst glaube, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, dass es kein Fehler ist. Wenn man nach Frankreich schaut, sieht man, dass die Atomkraftwerke wegen der Kühlung und der Trockenheit dort nicht unbedingt klimaresilient sind. Die neuen Atomkraftwerke sind enorm teuer. Der französische Staat subventioniert die Atomkraftwerke mit Milliardensummen und trägt die Last in seinem Haushalt. Ich würde erst einmal neben all den politischen oder ideologischen Fragen die rein ökonomische Frage stellen. Und abgesehen von der kurzfristigen Frage der Laufzeitverlängerung, um die Krise zu bewältigen, glaube ich, haben wir gute Argumente, und es waren die richtigen Argumente aus meiner Sicht, auf eine ökonomisch vorteilhaftere Form zu setzen. Aber wie gesagt, das mag man anders beurteilen, nur wäre es dann lauter und das Argument würde auch stärker werden, wenn man die eigene Verantwortung dann ebenfalls mit einpreist in das Argument. Dritter Punkt, den ich kommentieren möchte, ist der amerikanische Inflation Reduction Act und die europäische Antwort darauf. Ja, es ist richtig, die Amerikaner
nutzen ein anderes System als wir. Wir haben diese elendenlangen Beihilfeverfahren. Ich habe mit Herrn Spohr gerade über sein Unternehmen gesprochen und alle hier in diesem Raum wissen, wovon ich rede, wenn man sich das mal angeschaut hat, im Konkreten angeschaut hat, wie in Europa Beihilfen gewährt werden. Man kriegt 90 Fragen, jede Frage hat aber 3 oder 4 Unterfragen. Das heißt, im Grunde muss man 400, 500 Fragen beantworten. Das geht 3 oder 4 Mal hin und her, weil irgendwelche Gutachten oder Statistiken nicht genug gewertet werden. Und dann wird eine Entscheidung gefällt, die ungefähr im Korridor -10% dessen liegt, was man vorher erwartet hat. Das ist nicht wettbewerbsfähig, es ist nicht zu akzeptieren, so können wir nicht wettbewerbsfähig sein. Der amerikanische Systemweg ist ein anderer. Sie geben Tax Credits, das heißt, man investiert, ja, es gibt ein Gesetz, man investiert und dann rechnet man über die Steuer ab. Der Grund, warum Europa so handelt, ist allerdings das Budgetrecht. Die Amerikaner wissen nicht, wie teuer der Inflation Reduction Act ist. Sie haben Peilung. Europa hat sich auf einen anderen Weg entschieden. Wir haben die sehr starken Maastricht-Kriterien, wir haben die Schuldenbremse und deswegen müssen wir vorher wissen, wie viel Geld wir denn gewähren. Dass das alles schneller gehen muss, unstrittig. Aber das Argument wird erst dann ein scharfes, wenn man sagt, wir wollen Steuergutschriften machen, whatever it takes. Dann darf man allerdings wiederum nicht sagen, dass dann der Haushalt am Ende des Jahres ausgeglichen werden soll. Was ich also kritisch gegen das Licht halten möchte, ist, dass nicht alles, was an Kritik richtig ist, denn die Kritik, die mag ja stimmen, wir sind zu langsam, wir haben zu wenig Fachkräfte, wir haben zu viel Zeit verstreichen lassen, als Argument konsequent durchdacht ist. Und dass viele Dinge dann, und das wissen die Kolleginnen und Kollegen, die ja im Kabinett gedient haben, sicherlich besser als ich, ihre Amtszeit war ja länger, dass die Dinge dann eben auch Konsequenzen an anderer Stelle haben. Ich will damit sagen, ich freue mich auf den Dialog. Ich freue mich auf den strittigen Dialog. Ich komme zu jeder Einladung, das stimmt wahrscheinlich nicht, aber ich nehme gerne viele Einladungen ab. Aber was ich im Sinne des Geistes der sozialen Marktwirtschaft ebenfalls einfordern werde, ist die Lauterkeit der Argumente. Und wenn man Hü sagt, dann muss man vielleicht auch Hot sagen oder man kann nicht Hü sagen. Und da, glaube ich, ist in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und mit Verlaub auch in der Rede der Präsidentin einiges nicht weit genug durchdacht worden, um wirklich ein scharfes Argument zu werden. In diesem Sinne lassen Sie mich anknüpfen auf das, was ich das letzte Jahr versucht habe zu skizzieren, unter den Bedingungen des letzten Jahres. Denn in der Tat hat sich etwas verändert und das betrifft die spezifische Situation von Deutschland. Als ich damals hier gesprochen habe, gab es diesen fürchterlichen Krieg in der Ukraine, den russischen Angriffskrieg. Es gab aber auch damals schon noch eine Debatte, die gesagt hat, lasst uns doch ganz schnell auch die fossilen Energien sanktionieren, sodass Putin kein Geld mehr verdienen kann für seinen Krieg. Es war damals populäre Meinung, dass wir sofort auch die Gasströme aus Russland einstellen müssen. Dagegen haben wir uns damals ausgesprochen, ich mich ausgesprochen. Und das hat uns die Zeit gegeben, umzustellen, Kapazitäten aufzubauen, die Speicher erst einmal wieder teilweise in unseren Besitz zu bekommen, um sie voll zu machen und dann die Krise ohne Mangellage zu überstehen. Aber die Preise sind explodiert. Und nun gibt es eine spezifische Situation für Deutschland. Wir sind ein Land mit hochenergieintensiver Industrie. Nicht alle Länder in Europa haben es mehr. Deutschland hat es. Stahl, chemische Industrie, Metallindustrie. Und das ist richtig so. Und sie muss gehalten werden. Denn wenn wir eins gelernt haben im letzten Jahr, dann dass Wirtschaftspolitik in Zeiten wie diesen immer auch Wirtschaftssicherheitspolitik ist. Wir brauchen Kapazitäten für eigene Souveränität. Aber wir haben energieintensive Unternehmen. Und zweites Problem, diese haben wieder Teil der deutschen Volkswirtschaft insgesamt, etwa 50% ihrer Energien aus Russland bekommen. Was ist also die erschwerte Situation in Deutschland gegenüber anderen Ländern? Nun, das doppelte Problem, wir waren abhängig von russischer Energie und wir haben energieintensive Industrie in Deutschland.
Dass die Problemlage dadurch nicht geringer wird, dass es meine Aufgabe ist, sie zu lösen, völlig klar. Der Aufgabe stelle ich mich auch. Aber natürlich ist es eine andere Situation als von Ländern, die von vornherein auf LNG gesetzt haben oder die keine Schwerindustrie- oder hochenergieintensiven Unternehmen mehr in Europa haben. Dass wir hier ein spezifisches deutsches Problem haben, und zwar eins, das geschaffen wurde gegen die Warnung der europäischen Partner, gegen die Warnung der Europäischen Kommission, dass wir uns abhängig gemacht haben von Russland und jetzt die Suppe auslöffeln müssen, das jedenfalls sollte jeder sehen und jeder erkennen. Und ich glaube, wir haben dann mit einer enormen politischen Kraftanstrengung Schritte unternommen, diese Krise in den Griff zu bekommen und sind ganz gut dabei, uns aus ihr herauszuarbeiten. Was ich also sagen will, ist, die Alarmstimmung ist berechtigt, die Herausforderungen sind gigantisch. Aber das letzte Jahr hat uns etwas anderes gelernt. Und dieses Wir heißt nicht die Regierung oder schon gar nicht ich, sondern am Ende die deutsche Wirtschaft oder die deutsche Bevölkerung, die kollektive Kraftanstrengung, sie kann erfolgreich sein. Sonst würden wir heute hier ganz anders reden. Dann hätten wir einen Wirtschaftseinbruch von 6-10% zu diskutieren. Dann allerdings hätten wir hier wirklich, wirklich ganz andere Sorgen zu haben. Davon hätte sich Europa und Deutschland nicht mehr erholt. Nun müssen wir schauen, wie wir aus der Krise raus die strukturellen Fragen, die ja skizziert wurden, lösen. Wir sind noch in der Krise, wir haben noch die hohen Energiepreise, verschuldet durch eine falsche Abhängigkeit. Und gleichzeitig müssen wir uns strukturell neu aufstellen. Und das, was ich versucht habe zu machen im letzten Jahr, ausgehend im Grunde von dieser Rede, von der Gedankenfigur der sozialen Marktwirtschaft, also widersprüchliches Zusammenbringen, irenische Formel, ist diese paradoxe Situation, hohe Inflation und gleichzeitig Innovationsmöglichkeiten zu schaffen, auf eine ähnlich spannungsreiche Formel zu bringen. Im gewissen Sinne Widersprüche zu vereinen. Deswegen noch einmal, deswegen mein erneutes Bekenntnis als Fan der sozialen Marktwirtschaft, der Gedankenfigur, die dahinter steht. Wir haben es auf die Formel transformative Angebotspolitik gebracht. Warum ist das widersprüchlich? Nun, Angebotspolitik, das kennen Sie, wenn Sie ein bisschen sich erinnern, ist gemeinhin verbunden mit Politikern wie Ronald Reagan oder Politikerinnen wie Margaret Thatcher. Sie wissen, dass ich von den Grünen bin. Also Deregulierung, Steuern senken, Gießkanne über alles und dann Trickle-Down-Effekt. Das ist erkennbar weder finanziell zu stemmen, noch hat es sich als super erfolgreich erwiesen. Deswegen transformativ, zielgerichtet, spezielle Märkte schaffen, spezielle Rahmenbedingungen schaffen, dass sich Transformation ereignen kann. Warum ist es notwendig, in diesen Widerspruchspaaren zu denken? Nun, weil wir hohe Inflation haben. Und es muss Kernaufgabe der Politik sein, diese Inflation runterzubringen, sonst wird das volkswirtschaftliche Vermögen jeden Tag vernichtet. Hohe Inflation heißt, und so agiert ja die Geldpolitik, die Europäische Zentralbank, die Investitionen in bestimmte Bereiche auszubremsen. Das, was am Bausektor passiert, ist nicht zufällig so, sondern es ist im gewissen Sinne Ziel der Europäischen Zentralbank, durch hohe Zinsen Tätigkeiten zu verlangsamen oder einzubremsen. Nun können wir das aber, und das ist ja der Widerspruch, nicht dauerhaft hinnehmen, denn wir müssen ja die Transformation schaffen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit hochzuhalten, um dort wieder zu bestehen. Und deswegen diese Form von transformativer Angebotspolitik. Was meine ich damit und was ist sozusagen in den letzten Jahren geschaffen worden? Nun erst einmal Wettbewerb für sich genommen wieder zu stärken. Ich möchte nicht unbescheiden sein, aber die 11. Novelle zum Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz gibt dem Wettbewerb und der Wettbewerbskompetenz des Bundeskartellamtes einen Push wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Nun weiß ich, dass Wettbewerb viel weniger sexy ist, als über Wärmepumpen zu reden. Man kann ihn irgendwie so schwer sehen. Aber da wird die Software der deutschen sozialen Marktwirtschaft neu justiert und verhandelt. Und es ist eine große politische Kraftanstrengung gewesen, diese 11. Novelle auf den Weg zu bringen. Sie liegt jetzt im Deutschen Bundestag. Ich bin gespannt auf die Beratung. Dann zweitens Preissignale. Sie haben mitbekommen vielleicht, dass durch den ETS-2-Handel das, was so häufig gefordert wird, gerade von Ökonomen, jetzt kommen wird. Ab 27 werden 85% aller Emissionen durch CO2-Bepreisung erfasst. Lassen Sie mich aber darauf hinweisen, dass nur der Preis als Steuerinstrument für alles Weitere
enorm hoch sein müsste. Ich hatte neulich den Bericht der OECD entgegengenommen. Die OECD hat vorgeschlagen, aus rein ökonomischer Sicht den CO2-Preis auf 270 Euro hochzusetzen. Ich sage, nichts ist verglichen damit im Moment politisch debattenwert. Wir werden eine ganz andere Debatte bekommen, wenn in den nächsten Jahren, in einer überschaubaren Zeit, der CO2-Preis bei 270 Euro sein würde. Damit dekarbonisieren, alleine dekarbonisieren heißt, die Menschen allein zu lassen, dass er steigen kann, dass er steigen soll und dass wir ein Rückführungsinstrument wie das Klimageld brauchen, das ist unstrittig. Dafür aber nur auf den Preis zu setzen, wird sicherlich die soziale Flanke komplett öffnen und den sozialen Zusammenhalt in Deutschland deutlich schärfen. Dann, 2 Minuten brauche ich noch. Nur die Agenda, ich will die Veranstaltung nicht sprengen, aber es ist mir wichtig zu sagen, dass wir nicht untätig waren im letzten Jahr. Ich ratter ein bisschen durch. Wir haben das letzte Mal über Freihandel gesprochen. Ich wurde hier auf der Bühne auf CETA angesprochen. Ich meine gesagt zu haben, dass ich mich dahinter klemmen werde, dass es funktioniert. Und es hat funktioniert. Jetzt ist Mercosur dran und andere Abkommen auch, weil wir das gemacht haben. Und wieder soziale Marktwirtschaft als Gedankenfigur. Wir haben Widersprüche aufgelöst. Sie erinnern sich, dass wir handelspolitisch wie gelähmt waren, weil die eine gesagt hat, dereguliert die Märkte. Der globale Markt wird es schon richten. Und die anderen haben gesagt, aber deregulierte Märkte, die dann auch Arbeitnehmerinnenrechte, Umweltstandards rausnehmen, das sind doch bürgerliche Rechte. Nun haben wir es so aufgelöst, von CETA bis zu Mercosur, dass das Ziel von Handelspolitik der Wohlstand der jeweiligen Länder ist und nicht eine nachträgliche Heilung. Also erst holzen wir den Regenwald ab, dann sagen wir, oh, das war vielleicht nicht so gut, wir haben zwar billiges Soja bekommen, aber der Regenwald ist weg, jetzt machen wir ein Aufforstungsprogramm. Sondern wir wollen durch die Handelspolitik den Schutz der natürlichen Umwelt, des Klimas, wollen wir ihn stärken und dadurch schaffen wir gesellschaftliche Mehrheiten. Dadurch ist CETA über die Klippe gekommen. Da werden wir auch bei Mercosur weitermachen, bei all den anderen Freihandelsabkommen von Kenia bis Neuseeland. Und was ist das? Irenische Politik, irenische Formel. Das ist das Denken der sozialen Marktwirtschaft, von dem ich es gelernt habe und das wir übernommen haben. Lassen Sie mich ein letztes noch zu amerikanischen Inflation Reduction Act und dem Industriestrompreis sagen und dann spare ich mir den Rest. Die Herausforderung auf den IRA, Inflation Reduction Act, zu antworten, ist wirklich gigantisch, weil wir in dieser Zeit die Transformation ja angehen müssen und auch neue Wertschöpfung nach Europa und nach Deutschland bringen. Halbleiterproduktion, Batterieproduktion, die Kabelproduktion, die Elektrolyseurproduktion und so weiter und so fort. Und es ist ohne Frage so, dass Investitionsentscheidungen aufgeschoben oder auch vertagt worden wegen des Inflation Reduction Acts. Aber es ist vielleicht ein bisschen untergegangen, aber in der letzten Woche ist es gelungen oder vorletzten Woche ist es gelungen, die schwedische Firma Northvolt wieder nach Deutschland zu holen. Und ich glaube, das ist das stärkste Zeichen, dass es gelungen ist, politische Maßnahmen auf europäischer Ebene und die Justierung der deutschen Förderprogramme so auszurichten. Das ist die Antwort auf den Inflation Reduction Act, die erste richtig große Antwort, und weitere werden folgen. Und wenn ich mir anschaue, welche Investitionsentscheidungen in den letzten Monaten getroffen wurden und welche kurz davor sind, getroffen zu werden, dann ist das alles nicht einfach. Aber so unattraktiv ist der Standort nicht, wie einige ihn schlecht reden. Die Leute wollen nach Deutschland. Sie wissen, dass sie hier ein stabiles politisches Umfeld haben, dass sie gute Arbeitskräfte haben und dass wir uns richtig ins Zeug legen, auch gute Investitionsbedingungen zu schaffen. Sehr geehrte Damen und Herren, ein letztes Wort zum Industriestrompreis, weil das ja immer verbunden ist mit dem Vorwurf der Deindustrialisierung. Ich sprach schon über die energieintensiven Unternehmen. Und ich will fast der üblen Nachrede widersprechen, dass irgendjemand in meinem Ministerium das Interesse hat, diese Unternehmen ziehen zu lassen. Ganz im Gegenteil. Ich habe ein Interesse, ja, ich glaube, wir alle müssen ein Interesse haben, diese Unternehmen, die Stahlindustrie, die Grundstoffindustrie, die chemische Industrie in Deutschland zu halten. Und um das zu tun, müssen wir eine Brücke bauen, die verlässliche Investitionsentscheidungen möglich macht. Das ist der Grund für den Industriestrompreis. Natürlich kann man auch andere Maßnahmen nennen, breitere Maßnahmen, aber es ist
von meiner Seite so vorgeschlagen worden, dass es zielgenau für die Unternehmen ausgerichtet ist, die hochenergieintensiv sind und im internationalen Wettbewerb stehen. Weil die nicht mehr investieren werden in Deutschland, wenn sie nicht Standortsicherheit und ein stabiles Investitionsumfeld haben. Und die sollten wir nicht gehen lassen. Dieser Industriestrompreis ist ein Übergangsstrompreis, ein Brückenstrompreis. Am Ende muss sich natürlich die Energie, der Strom aus dem Markt heraus ergeben. Das wird auch passieren. Mit einem immensen Tempo bauen wir Energie auf, aber sie muss eben aufgebaut werden. Die Planungsprozesse, die Genehmigungsverfahren, alles ist beschleunigt worden. Aber 3, 4, 5 Jahre wird es wohl noch dauern. Und für diese Zeit müssen wir meiner Ansicht nach eine Brücke bauen. Man kann sich auch dagegen entscheiden. Ähnlich wie beim Inflation Reduction Act. Es mag gute Gründe geben, haushalterische Gründe, denn das sind natürlich dann Subventionen, die irgendwie aufgebracht werden müssen, wahrscheinlich durch Schulden. Ohne Frage. Die müssen zurückgezahlt werden. Meine Antwort ist, vor die Wahl gestellt, den Haushalt jetzt nicht dafür in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall wäre es der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Und keine Industrie mehr zu haben, die dann in den nächsten Jahren transformiert ist und grün wird und daraus dann die Wertschöpfungskette, die Bearbeitungstiefe in Deutschland hochhält, oder jetzt zu investieren und dann mit den Gewinnen, die die Unternehmen dann hoffentlich bald machen und zurückzahlen, die Schulden wieder zu tilgen, entscheide ich mich für Letzteres. Wie gesagt, man kann sich auch anders entscheiden, aber man kann sich nicht für beides entscheiden. Man kann nicht sagen, wir wollen kein Geld ausgeben, aber wir wollen einen Industriestrompreis. Das ist logisch nicht konsistent. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt hätte ich eigentlich noch große Lust über Wettbewerb und Wirtschaftssicherheitspolitik zu machen. Das schaffe ich jetzt nicht mehr, sonst komme ich hier nie wieder weg. Danke dafür. Lassen Sie uns im Sinne von sozialer Marktwirtschaft entlang eines irenischen Gedankens weiter diskutieren, miteinander streiten, aber immer darauf achten, dass die Argumente konsistent sind und dass wir uns nicht mit falschen Vorurteilen behaken und dass wir am Ende alle dem Wohle der Menschen in diesem Land verpflichtet sind. Vielen Dank. Bleiben Sie, Herr Habeck. Eine Nachfrage. Dankeschön. Ja. Dankeschön, Robert Habeck. Ich habe auch genau nur eine Frage. Wir sind eh schon über der Zeit, aber die eine Frage, ich setze genau da an, wo Sie aufgehört haben. Industriestrompreis. Sie haben es gerade noch mal erwähnt. Wir hatten gestern auch den BASF-Chef hier. Sie möchten den durchsetzen, haben Sie gerade noch mal gesagt. Bezahlt werden soll es aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Lindner hat schon ganz klar gesagt, nö. Wir haben keinen Spielraum. Deswegen, wie realistisch ist es, dass dieser Industriestrompreis kommt? Wir wissen, Sie stehen mit Überzeugung dahinter. Das haben Sie gerade ausgeführt. Aber wie realistisch ist es? Naja, Sie haben ja mitbekommen, dass diese Regierung manchmal mehr Zeit braucht zu diskutieren. Die diversen Parteien, ja. Was? Die drei. Das ist anstrengend, auch wenn man da mittendrin ist. Und ich glaube, alle würden jeweils für sich selber wünschen, dass es irgendwie schlanker, schlanker und nicht so nervenzerreibend ist. Es gibt einen Grund dafür natürlich. Ne? Diese Regierung ist ja politisch intellektuell nicht vorbereitet worden. Sie steht auch noch immer alleine da. Wir hatten, weiß nicht, 5 oder 6 Landtagswahlen, seitdem keine Ampel ist entstanden. Es gibt andere Bündnisse. Ich meine, jetzt rede ich hier als Grüner vom Wirtschaftsrat der CDU. Ich weiß gar nicht, wie viele schwarz-grüne Bündnisse es gibt. Da hat man sich aneinander gewöhnt. Wir haben uns auf einmal wiedergefunden und deswegen braucht man länger. Und der Wahrheit die Ehre zu geben, ich könnte natürlich auch Geschichten erzählen, wo ich sage, oh, die anderen, aber die anderen können die gleiche Geschichte natürlich über mich oder meinen Laden erzählen. Also wir brauchen länger, ja, das ist so, und wir versuchen das abzuarbeiten. Man muss aber auch sagen, dass wir eigentlich auf alle Probleme, bis auf die Impfpflicht, da gab es keine Mehrheit aus der Regierung, ist aber vielleicht auch inzwischen egal oder gar nicht mehr so schlimm, denn das haben wir wenigstens einigermaßen in den Griff bekommen, eine Antwort gefunden haben. Also heißt, also aus der Industriestrompreis kommt. Ich gehe davon aus, dass wir einen Industriestrompreis schaffen werden. Mein Papier ist ein Arbeitspapier, mir fällt überhaupt kein Zacken aus der Krone, wenn irgendwelche Prozentzahlen sich verändern, wenn irgendeiner eine bessere Idee hat. Aber man muss ja die Debatte mal eröffnen und sagen, hier sind mal ein paar Seiten aufgeschrieben, so stelle ich mir das vor. Und ich gehe davon aus, dass wir in überschaubarer Zeit, das heißt also Monaten, eine gemeinsame Lösung finden. Und wenn ich das noch sagen darf, ja gerne auch eine gemeinsame Lösung mit der demokratischen Opposition. Denn die Union hat sich ja ähnlich auch
aufgestellt. Und es macht nun, wir reden ja von Investitionsbedingungen, es macht ja nun gar keinen Sinn, wenn diese Regierung einen Industriestrompreis entwickelt, der, weiß der Geier, wie die nächsten Wahlen ausgeht, aber nur 2 Jahre Bestand hat und dann wieder abgeschafft wird. Also das wäre jetzt wirklich vielleicht ein Ding, wo man mal gucken kann, dass man vernunftbegabte Konzepte nebeneinander legt und das Beste daraus macht. Und ich glaube, das werden wir hinkriegen. Sie hören, hier wird schon drüber geredet. Vielen Dank an dieser Stelle. Dankeschön. Ja, Applaus für einen grünen Bundeswirtschaftsminister, der sich beim CDU-Wirtschaftsrat zunächst als Fan der sozialen Marktwirtschaft geoutet hat. Und in der Tat ist er ja einer der späten Nachfolger Ludwig Erhards in diesem Amt. Mit der Überzeugung, dass die wirtschaftlichen Kräfte im freien Spiel sich entfalten dürfen, müssen aber auch einen gesellschaftlichen Rahmen haben sollen, der, wie Robert Habeck sagt, stets neu verhandelt werden muss. Eine Ansprache, in der Habeck viele, viele Aspekte und Themen gestreift hat. Energiekrise, Emissionsrechtehandel, Atomausstieg, der Inflation Reduction Act in den USA. Und das wäre meine Frage an Professor von Ahlenmann, der in Düsseldorf aus seinem Büro heraus diese Rede Habecks in Berlin mit verfolgt hat. Habeck sprach ja vor allem von der Lauterkeit der Argumente in der Debatte über die Zukunft klimaneutralen Wirtschaftens. Inwiefern fehlt es denn eigentlich an dieser Lauterkeit im Austausch der Argumente? Ja, es war eine ganz typische Habeck-Rede, also sehr lebhaft, freigesprochen, rhetorisch begabt, mal laut, mal etwas leiser. Also eine typische Rede, das sind die Lichtseiten, die Schattenseiten. Er kam nicht zum Ende, am Schluss kriegte er Beifall für die Ankündigung, er wolle jetzt zum Schluss kommen. Aber dann hat er nochmal weitergeredet und nochmal gesagt, jetzt komme ich aber zum Schluss. Das ist im Grunde ein rhetorischer Grundfehler, anzukündigen, man wolle jetzt Schluss machen, aber es nicht zu tun. Aber auch inhaltlich war es typisch Habeck. Er hat eben erstmal, Sie haben schon darauf hingewiesen, dem Affen Zucker gegeben, also dem Wirtschaftsrat der CDU, die soziale Marktwirtschaft gelobt. Und dann ließ er den Philosophen durchblitzen, indem er diese Marktwirtschaftsidee von Müller-Armack, der sie mit erfunden hat, unter Ludwig Erhard, als eine irenische, also griechisch dem Frieden stiftende Konzeption dargestellt hat, im Gegensatz zu einer polemischen, und hat darauf immer wieder zurückgegriffen. Die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft läge ihm am Herzen. Er sei in diesem Sinne ein echter Marktwirtschaftler, weil die soziale Marktwirtschaft eben auf sozialen Frieden und auf das Gemeinwohl abgestellt sei und nicht nur auf den Wohlstand derjenigen, die am meisten davon profitieren. Insofern, ja, eine typische Habeck-Rede. Er schließt aber eben dann auch viele Einzelheiten an. Sie haben das angesprochen. Wir können gerne noch auf ein paar Details zu sprechen kommen. Da blitzt er jedenfalls immer wieder, der promovierte Philosoph in Robert Habeck, hervor. Und das gegenüber einem Wirtschaftsrat, der ja grundsätzlich von sich sagt, er stehe für Technologieoffenheit, für Wettbewerb, für Verantwortung. Und er stehe umgekehrt Staatsgläubigkeit, Umverteilung, Bürokratie kritisch gegenüber. Und genau Letzteres werfen ja FDP und CDU ihm und dem neuen Heizungsgesetz eben aus dem Wirtschaftsministerium vor. Prallen denn in der Frage, wie die wirtschaftlichen Ziele der Bundesrepublik, Wirtschaftswachstum, aber vor allem natürlich auch Klimaneutralität zu erreichen sind, prallen da aus Ihrer Sicht politische Welten bzw. Denkschulen aufeinander? Ja, das kann man wohl durchaus so sagen. Manchmal fasst man sich an den Kopf und fragt, wer ist eigentlich die Opposition und wer ist in der Regierung? Denn die FDP-Kräfte haben schon von einer Verbotsorgie gesprochen und den Grünen dieses vorgeworfen, was eben die neuen Heizungsformen angeht. Also die CDU-CSU hat sich da im Grunde deutlicher zurückgehalten mit einer offenen Polemik, auch wenn sie da gerne kräftig auch mit dem Hammer mal draufschlägt, rhetorisch. Also in vielen Aspekten, gerade hat er erinnert an die Atompolitik, an die Nuklearpolitik, er hat erinnert an die amerikanische Inflationsausgleichspolitik, den Inflation Act,
Inflation Reduction Act der Amerikaner. Und da tun sich eben doch Grenzen auf. Ganz am Schluss hat die Präsidentin des Wirtschaftsrats noch einmal Habeck darauf angesprochen, ja, wann kommen denn nun diese angekündigten Gesetze, die auch die Großindustrie, die Energieindustrie besonders erwarten? Und er hat versprochen, ja, wir müssen debattieren, aber in ein paar Monaten können wir doch wohl hoffentlich, vielleicht sogar, hat er die Hand ausgestreckt, gemeinsam mit der Opposition von der CDU-CSU im Bundestag eine Regelung finden. Ob das wirklich passiert und wie, ist die Frage. Allerdings hat er im Gegensatz zu manchen anderen Politikern deutlich gemacht, natürlich könnten da auch Kompromisse her. Man könnte auch die eine oder andere Prozentzahl etwas anders definieren und man müsste nicht dort irgendwie päpstlicher sein als der Papst und rein nach ideologischen Gesichtspunkten entscheiden. Und das alles vor dem Hintergrund, dass ja schon im Jahre 2030, zumindest nach den Plänen dieser Bundesregierung, 80% des Stroms aus erneuerbaren Energie kommen sollen. Derzeit ist es etwa die Hälfte. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral wirtschaften. Der Strombedarf dürfte ja enorm steigen, allein durch Millionen von Elektroautos, die bis dahin hoffentlich auf unseren Straßen unterwegs sind und ganz aktuell natürlich durch den eventuell millionenfachen Einbau von Wärmepumpen. Sind diese Klimaziele und überhaupt dieser Energieaufwand, der da zu betreiben sein wird, ist der überhaupt zu schaffen? Das ist eine ganz offene Frage, denn das ganze Netz ist wahrscheinlich nicht ausgelegt auf diesen irren Bedarf von weiterer Energie, was sowohl die Mobilität per Kraftfahrzeug, Elektromobilität, als auch die Heizungselektrizität, die benötigt wird, gebraucht wird. Wir wissen jetzt schon, dass auch die Großstromleitungen vom Norden nach Süden, im Norden, wo mehr Windenergie erzeugt wird, in den Süden noch auf sich warten lassen, endlich fertiggestellt zu werden. Diese genaue Stichzahl 2045, 2035 für die verschiedenen Vorhaben, die werden sich sicherlich noch ein bisschen verschieben. Es ist zu hoffen, nicht zu viel, denn die Zeit drängt und in den anderen Ländern werden auch ehrgeizige Programme gemacht und Deutschland muss hier zeigen, dass es in der Lage ist, mit seinen technologischen Möglichkeiten einen wirklichen Neuanfang zu setzen. Das ist ja, hat ja auch bei den Flüssiggasterminals ganz plötzlich geklappt, wo man normalerweise Jahre Planungsvorlauf braucht. Warum soll man es nicht bei den erneuerbaren Energien, Wind und Sonne, auch so realisieren können, wenn man es wirklich will und echt anpackt? Professor von Alemann, vielen Dank für diese Nachbetrachtung einer ja doch mit Spannung erwarteten Rede des grünen Wirtschaftsministers vor dem CDU-Wirtschaftsrat. Und wenn ab 11 Uhr die SPD im Willy-Brandt-Haus ihr 160-jähriges Bestehen feiert, dann sprechen wir uns noch einmal wieder. Danke einstweilen nach Düsseldorf. Ja, gerne. Ja, gerne.